Auch da können natürlich neue Beschlüsse oder neue Regelungen oder die Rückkehr zu alten Regelungen auch für das Kulturleben inbegriffen sein. Das wissen wir alles jetzt noch nicht. Unsere Perspektive jetzt ist eben keine Bilanz und Ausblick nach vorne, sondern höchstens eine Zwischenbilanz mit einem Ausblick auf das nächste Frühjahr, auf den nächsten Sommer. Das ist ja ein bisschen das, was uns vermittelt wird. Wir warten auf einen Impfstoff, und zwar einer, der nicht aus Russland kommt, sondern der ordentlich geprüft ist durch alle Instanzen und wo wir wissen und Vertrauen haben können, dass er uns wirklich nützt. Und dann wird es eben im Laufe von Wochen und Monaten eine schrittweise wirklich Normalisierung geben. Aber bis dahin wird eben auch das Kulturleben noch geprägt sein von Corona. So, und jetzt dachte ich mir, mein Gott, wir wollen doch jetzt hier uns aber nicht wirklich nur die schlimmen Nachrichten uns gegenseitig erzählen. Dann gehen wir alle so trübsinnig nach Hause, wie wir vielleicht bei dem schlechten Wetter auch hierher gekommen sind. Deswegen habe ich beschlossen, wir fangen jetzt erstmal an. Sie kriegen auch noch ein paar schlechte Nachrichten, keine Sorge. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit lauter guten Nachrichten, was das Kulturleben angeht. Damit wir merken, bei allen Bad Vibrations, die wir gerade im Moment vielleicht spüren, ganz so düster und ganz so dunkel sieht es auch im Bereich der Kultur gerade nicht aus. Denn es gibt Kultur in der Stadt. Sie könnten heute Abend, jetzt muss ich diesen Zettel abmachen, wenn Sie nicht hier wären, was meinen Sie, was Sie alles heute Abend kulturell erleben könnten? Sie könnten zum Beispiel im Laboratorium Ost um 19 Uhr ein Ukulele-Konzert miterleben. Sie könnten im Kammertheater, im Staatstheater, die Nacht kurz vor den Wäldern angucken. Stück von Koltes. Gute Inszenierung. Sie könnten in der Komödie Marquardt, wenn es Ihnen eher nach was Heiterem ist, ein Stück von Lattauer sehen. Die Wunderübung, Daniel David Lattauer. Im Theaterhaus, gerade vorgestern war Premiere, Du bist meine Mutter, ein Ein-Personen-Stück von Theaterhauschef Werner Schretzmeier persönlich inszeniert, heute Abend wiederzusehen. Tribüne spielt, Hölderlin, Hegel, Schelling, unser Jubeljahr, unser Hölderlin-Jahr, ist ja auch alles so ein bisschen untergegangen unter all den schlechten Nachrichten. Dort kann man sich dem großen Dichter widmen. Sie könnten in der Staatsgalerie, waren heute tagsüber drei Führungen, drei Themenführungen, hätten Sie hingehen können. Sie waren Rudolf Buchbinder, der große Pianist, spielt jetzt gerade. Vielleicht ist jetzt gerade die Pause, das Konzert findet zweimal statt, 17 Uhr und 20 Uhr. Die Russ-Konzerte haben wieder angefangen. Rudolf Buchbinder, einer der wichtigsten Pianisten, die wir überhaupt haben, heute Abend live zu hören. Kunstmuseum, neue Ausstellung, gerade eröffnet. Sie können zwei Tage warten in der Staatsgalerie. Eine der wichtigsten Ausstellungen des Herbstes wird am Wochenende eröffnet. Französische Impressionisten, läuft bis zum März. Tolles Thema, da gibt es schöne Bilder anzugucken, können Sie alles erleben. Sie können ins Kino gehen. Es gibt einen Film mit Isabelle Huppert in der Hauptrolle. Es gibt einen Film mit Mark Ruffalo in der Hauptrolle. Es gibt einen Film mit Lars Eichinger in der Hauptrolle. Alles heute Abend zu erleben, könnten Sie hingehen, bleiben Sie bitte hier. Aber Sie könnten es machen. Im Haus der Heimat gibt es eine Paul Celan-Ausstellung. Also lauter gute Nachrichten. Jeder einzelne, die ich Ihnen gerade genannt habe. Kultur findet statt. Und zwar in einer Vielfalt und einem Ausmaß, noch nicht ganz so, wie wir es in Stuttgart gewohnt waren, aber in einer Vielfalt. Lieber Kollege, wie es auch in Hamburg heute nicht besser zu erleben ist, in Bremen schon gar nicht. Also, das sind die guten Nachrichten, die ich Ihnen erstmal bringen wollte und ich finde, die wir auch erstmal abspeichern sollten und registrieren sollten. Weitere gute Nachrichten in den vergangenen Wochen. Ich höre von allen Seiten, mit denen ich spreche, nicht von allen, aber von sehr vielen Seiten, es gibt für die Kultur sehr viel Unterstützung. Die Verantwortlichen, die Künstler selbst, die Kulturschaffenden sagen, im Kulturamt wird super gearbeitet. Die sind für uns da, das sind gute Ansprechpartner, die haben nicht immer gleich eine Lösung, aber die verstehen vollkommen unser Problem und versuchen, das zu machen, was möglich ist.
Es gibt einen runden Tisch der Kulturschaffenden mit den kulturpolitischen Sprechern im Gemeinderat, die Fraktionen, fraktionsübergreifend, die dort tätigen, aktiven Gemeinderäte, die sich besonders für Kultur engagieren. Über alle politischen Grenzen hinweg arbeiten sie zusammen und versuchen, Lösungen zu finden. Also die Politik versucht, das Mögliche zu machen. Unser Kulturbürgermeister in Stuttgart, Fabian Meyerwirth, höre ich viel Lob. Er kümmert sich um die Probleme, er ist ansprechbar. Er versucht, möglich zu machen, was möglich ist. Es gab wahnsinnig viel gute Worte über die Kultur zu hören in Corona-Zeiten. Sie ist wichtig, sie ist ein Lebensmittel, sie hält die Gesellschaft zusammen, sie hält den Staat zusammen. Unser Ministerpräsident hat es mehrfach gesagt, Herr Kretschmann. Die Bundeskanzlerin hat einen eigenen Podcast, jede Woche macht sie einen Podcast, ein Videofilm bringt sie einmal die Woche heraus. Einen davon hat sie ganz der Kultur gewidmet. Auch unser Bundespräsident, Herr Steinmeier, wird nicht müde, die Kultur zu preisen. Und es gab in den vergangenen Wochen eine weitere gute Nachricht. Es gibt Geld für die Kultur. Die Stadt Stuttgart hat außerplanmäßig Mittel zur Verfügung gestellt. Das Land Baden-Württemberg, das Kunstministerium, hat Millionen Förderprogramme zusammengestellt, herausgegeben. Frau Grütters, die Bundeskulturstaatsministerin in Berlin, hat im Sommer gesagt, es gibt 1 Milliarde vom Bund extra nur für die Kultur. Sie wissen das, es gab Hilfen für Selbstständige, für Unternehmer, gerade in der ersten Phase der Corona-Krise, diese Programme, diese Gelder, die man für Verdienstausfälle beantragen konnte, die standen auch Künstlerinnen und Künstlern, sofern sie eben selbstständige Unternehmer sind, zur Verfügung. Dort sind Gelder verteilt worden. Also es gab Geld, staatliche, öffentliche Gelder. Deswegen alles gute Nachrichten, hätte auch alles ganz anders kommen können. Es gibt genug Länder in der Welt, wo das nicht der Fall ist. Alles gute Nachrichten, weswegen wir jetzt erstmal einmal tief durchatmen können und sagen können, natürlich wird die Kultur auch die Corona-Krise überleben. Jetzt sind wir noch mittendrin. Wir dachten vielleicht im Herbst haben wir es schon hinter uns, jetzt dauert es länger. Auch im nächsten Sommer wird es Kultur geben. Wir brauchen uns da keine Sorgen zu machen. Ganz grundsätzlich gesagt, die Kultur hat immer überlebt. Egal, was Schlimmes in der Welt geschieht, egal, wie schrecklich die Verhältnisse sind, meine Kollegen in der Redaktion, aber auch sonst manche Menschen, auch manche Politiker, glauben immer, Kultur habe etwas mit Luxus zu tun oder mit ausgeglichenen Verhältnissen. Oder dann, wenn es allen ganz gut geht, dann kann man auch Kultur machen. Das ist ja ein Riesenirrtum. Kultur hat es immer genau dann gegeben und am lebendigsten auch mitgegeben, wenn die Verhältnisse schlecht waren. Dann haben die Menschen sich an Kunst und Kultur gehalten. Die Älteren, die hier jetzt gerade im Saal sitzen und vielleicht uns auch zuschauen, die wissen ganz genau auch, an was für Zeiten ich da denke. Aber denken Sie ganz weit zurück, die Steinzeitmenschen in ihren Höhlen. Mache ich schon wieder was falsch? Okay, gut, doch nicht. Die Steinzeitmenschen in den Höhlen, die haben ja nicht nachts zu malen angefangen auf den Wänden, weil sie gerade so entspannt waren oder weil sie dachten, ach, heute ist ja ein schöner Tag gewesen und morgen wird er noch schöner. Das waren Menschen in tiefsten Existenzkämpfen jeden Tag und sie haben angefangen, Höhlenmalerei zu betreiben, die wir heute noch bewundernd sagen. Die letzte gute Nachricht für uns alle, die ich jetzt erstmal habe, auch die Corona-Krise wird nicht dafür sorgen, dass Kunst und Kultur verschwindet. Aber, und nun bin ich beim Aber, und jetzt kommen die vielleicht nicht ganz so guten Nachrichten. Wie unsere Kulturszene und unsere Kulturlandschaft die Corona-Zeit übersteht, das ist allerdings aus meiner Sicht offen und bedarf
der genaueren und sorgfältigen, auch politischen Betrachtung. Bevor ich das ein bisschen ausführe, wo meiner Meinung nach jetzt so in den nächsten Wochen und Monaten die Probleme liegen werden, möchte ich Ihnen kurz nochmal mit Ihnen rekapitulieren, wie jetzt eigentlich der genaue Ablauf war für die Kulturlandschaft, für die Kulturszene in der Corona-Krise. Kollege Gunkel hat es bei der Einführung schon gesagt, Freitag der 13. März 2020, das war übrigens noch vor, das war praktisch eine Woche vor dem allgemeinen Lockdown, also bevor sozusagen die gesamte Gesellschaft runtergefahren wurde, die Kultur war vorneweg, zumindest in Stuttgart. Landeshauptstadt Stuttgart macht Pressekonferenz. Sie können sich das auf YouTube, da gibt es den Film, lustigerweise noch 10 Minuten Pressekonferenz, mehr nicht, keine einzige Frage von den Journalisten. Da sitzt der Oberbürgermeister, da sitzt der Kulturbürgermeister, da sitzt der Ordnungsbürgermeister und der Chef vom Gesundheitsamt und Herr Kuhn teilt mit sofortiger Wirkung, schließen wir alle öffentlichen kulturellen Einrichtungen. Mit sofortiger Wirkung. Von jetzt auf gleich, am gleichen Tage noch. Das war ein Schlag, das war ein Hammer. Eigentlich ein Schritt unvorstellbar. Vorher, natürlich gab es in den Wochen zuvor die Debatten darüber, müssen Veranstaltungen kleiner ausfallen, müssen die Sicherheitsmaßnahmen bei solchen Versammlungen oder die Hygienemaßnahmen, muss man das alles irgendwie anders gestalten. Aber dass eine Stadt, da war Stuttgart ja nicht alleine, das haben andere Städte auch gemacht, praktisch verfügt ab sofort alles dicht, das war ein Schritt, der so, glaube ich, vielen nicht vorstellbar war zuvor. Fabian Mayer, der Kulturbürgermeister, verkaufte das noch so ein bisschen mit der Begründung, ach, das ist doch jetzt gut, dass wir das gemacht haben, jetzt haben alle Planungssicherheit. So konnte man es vielleicht versuchen, ein bisschen netter zu verkaufen, aber das ist natürlich, hat nichts daran geändert, dass es für alle Anbieter von Kultur und für alle Chefs der Kultureinrichtungen ein Schock war. Da wurde ja auch nicht vorher rumtelefoniert, da wurde auch nicht vorgewarnt. Viele Intendanten, viele Betreiber von Kultureinrichtungen haben mir hinterher erzählt, ich kam in mein Büro, irgendjemand hatte das im Radio gehört, wir wussten von nichts, wir haben versucht im Rathaus anzurufen, alles besetzt, es war nur eben eins klar, heute Abend keine Vorstellung. Und das ist eben wirklich auch ein sehr, das muss man sich nochmal klar machen, ein sehr weitreichender Einschnitt, den die Stadt oder die Stadt da macht, gut begründet, ich will das gar nicht kritisieren, nur damit uns immer klar ist, wie weit diese Einschnitte tatsächlich gehen. Die Stadt selbst und das Land unterhalten Kultureinrichtungen. Es gibt eine Stadtbibliothek, es gibt ein Staatstheater, es gibt die großen Museen. Da ist praktisch die Stadt oder da sind Stadt und Land Hausherren. Und natürlich können die entscheiden, wir schließen das jetzt. Also ist ja der Hausherr, der das macht, so wie wir ja auch unsere Wohnungen abschließen können. Es gibt aber eine ganze Reihe von Kultureinrichtungen, die in privater Trägerschaft sind. Das Renitenztheater beispielsweise bekommt zwar öffentliche Gelder, ist aber in privater Trägerschaft. Und einem privaten Träger eben sozusagen aufzuerlegen, du darfst keine Vorstellungen mehr abhalten, und zwar ab sofort und auch erstmal auf unbestimmte Zeit. Also es hieß damals erstmal bis Ostern, aber das war eben schon damals eine lange Zeit. Das ist ein sehr weitreichender, tiefgreifender Einschnitt, den sozusagen Stadt, den die Stadt da macht. Das war gut begründet zu dem damaligen Zeitpunkt, ist aber eben auch, finde ich, von seiner Dramatik oder seiner Drastik her damals gar nicht so schnell erkannt worden. Ich fand diesen Freitag, kann mich noch gut daran erinnern, ich saß in der Redaktion und ich hatte wirklich so diese Vorstellung, es ist jetzt ab heute Abend in dieser Stadt, es gibt keine Kultur mehr. Eine für mich bis dahin eigentlich unvorstellbare Sache.
Die Geschäfte hatten da noch schon eingeschränkt, aber sie hatten noch geöffnet, das war alles noch in Betrieb. Aber diese Vorstellung, dass eine Stadt, und ich meine eine Stadt, es gehört zur Funktion der Stadt seit dem frühen Mittelalter, seit der Antike, dass sie eben auch gerade ein Ort der Kultur ist. Das ist eine der Grundfunktionen der Stadt. Und dass wir hier jetzt in einer Stadt damals lebten, wo nichts kulturell mehr angeboten war, jedenfalls nicht analog, nicht live, das fand ich eine gespenstische Vorstellung. Konnte ich mir nicht klar machen. Also Vorbilder, wann wird es gewesen sein? Im Zweiten Weltkrieg wird es gewesen sein, dass es schon mal so war, dass wirklich gar nichts mehr stattfand, weil der Staat gesagt hat, ab sofort keine Kultur mehr, wir brauchen alles für den Endsieg. Nur um deutlich zu machen, was das für ein Einschnitt war, in dieser Lockdown-Phase, die dann begann, dass wir erinnern uns alle, wir wollten auch gerne alle zu Hause bleiben. Wir hatten Fernsehen und Radio natürlich und es war eine Phase, wo die Künstler selbst und die Kulturinstitutionen, finde ich, an vielen Stellen bewundernswert schnell reagiert haben mit digitalen Angeboten. Gleich am ersten Wochenende, die Staatsoper Stuttgart hat eine Operninszenierung online gestellt, für umsonst, also sozusagen fürs Publikum. Viele andere Theater haben es dann nachgemacht. Sie erinnern sich vielleicht noch, hat viel Schlagzeilen gemacht, der Pianist Igor Levit, der Hauskonzerte live übertragen hat auf YouTube. Also es gab in dieser Phase ganz viele spontan ausgeklügelte und angebotene Kulturangebote digital, um das Publikum, um uns trotz dieser Lockdown-Situation zu erreichen. Das war die Phase 1, Totalschließung. Die Phase 2 begann irgendwann nach Ostern. Wir hatten alle gehofft, Ostern ist es dann vorbei oder wenigstens dann noch eine Woche nach Ostern ist es vorbei. Aber dann machte uns die Politik klar, nee, das wird jetzt nicht von jetzt auf gleich alles wieder eröffnet, sondern schrittweise, ganz vorsichtig, immer nur in kleinen Etappen. Diese ganze Phase der schrittweisen Öffnung zog sich hin, eben nach Ostern, also Mitte April, im Grunde genommen bis Pfingsten, Anfang Juni. Schon auch noch mal fast über 2 Monate hinweg. Sehr zögernd, Sie erinnern sich alle noch, immer nur in kleinen Schrittchen, immer mit der Sorge, was passiert, wenn wir das jetzt öffnen, wenn wir das jetzt öffnen, wird es dann wieder alles ganz kompliziert. Gerade auch in Baden-Württemberg sehr defensiv gefahren worden. Ich sage es mal jetzt polemisch, auch daran erinnern Sie sich vielleicht noch, bei all den Zeitplänen, die auch hier in Baden-Württemberg präsentiert wurden, dann von der Politik, war immer klar, Kultur und Bordelle kommen ganz zum Schluss. Das war sicherlich nicht gewollt und nicht Absicht, dass das immer so zusammen genannt wurde, das will ich niemandem unterstellen, die Wirkung war trotzdem vorhanden. Und es hat eine Weile gedauert, bis auch auf den Pressekonferenzen der Landesregierung klar war, dass man hier mal ein bisschen abgrenzen muss, die beiden Bereiche, um deutlich zu machen, es sind doch sehr unterschiedliche, also zwei Bereiche von sehr unterschiedlicher gesellschaftlicher Bedeutung. Es gab dann, das fand ich, muss ich sagen, von der politischen Seite einen nicht ganz schönen Zug. Es gab dann ja einen gewissen Druck, die Kultur, wir wollen wieder Kultur erleben. Und dann kam irgendwann in der Pressekonferenz die Mitteilung, ja, die Kultur kehrt zurück. Wir erlauben wieder Veranstaltungen, wo Menschen zusammenkommen. Das war dann auch so schrittweise, die erste Zahl war 99, also es dürfen höchstens 99, weniger als 100 Zuschauer sein. Das wurde dann schrittweise erhöht auf 200. Inzwischen ist die Regel im Moment jedenfalls noch, wollen wir hoffen, es bleibt dabei, 500 beziehungsweise eben 499. Da konnte dann auf den Pressekonferenzen der Politik, die Politik sagen, die Kultur kehrt zurück, wir öffnen wieder, hurra. Das war natürlich nur die halbe Wahrheit. Ich erinnere mich gut, dass ich damals
dann, als diese Meldung kam, die Kultur kehrt zurück vom Ministerpräsidenten, dass ich dann angefangen habe, rumzutelefonieren bei den Kultureinrichtungen. Und es herrschte große Ratlosigkeit. Was können wir denn jetzt überhaupt machen? Wie sind denn die sonstigen Bestimmungen? Es wurde dann gesagt, ja, man braucht ein Hygienekonzept. Ja, was ist denn das, ein Hygienekonzept? Was sind die Anforderungen, die wir leisten müssen? Da hat man dann zu tun, natürlich nicht mit dem Ministerpräsidenten persönlich oder mit der Ministerin oder mit der Staatssekretärin, sondern man hat mit Behörden zu tun, die aber auch selbst nicht immer gut informiert sind von den politischen Beschlüssen. Und so zog sich das dann alles über Wochen hin, bis tatsächlich kulturelle Veranstaltungen wieder möglich waren. Sie erinnern sich vielleicht noch, diejenigen, die noch am ersten Kultur oder die eigentlich die ganze Zeit anbieten konnten, das Autokino, eine Einrichtung, die eigentlich schon längst abgeschrieben war, konnte selbst in der härtesten Phase des Lockdowns Kultur anbieten, weil ja die Leute alle in ihren Autos saßen und keine Ansteckungsgefahr bestand, solange man das nicht verließ. Aber es gab dann eben auch wieder erste Veranstaltungen in unseren Kultureinrichtungen, die aber alle geprägt waren. Also einerseits mit allen, mit denen ich damals gesprochen habe, es war immer klar, wir wollen wieder was machen, wir wollen was anbieten, wir werden ja zum Glück auch unterstützt, soweit es geht. Aber in welchem Verhältnis steht der Aufwand, den wir betreiben, zu dem, was sozusagen dann auch tatsächlich zu erreichen ist? Und das eben nicht nur, indem wir Publikum erreichen, sondern indem wir auch mit den Kosten umgehen, die wir dann wiederum haben. Das ist ein wichtiger Punkt, auf den ich später zurückkommen werde. Jedenfalls war nach Pfingsten, also nach Anfang Juni bis zum Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg, bekanntlich immer Ende Juli, es war eine Zeit, da war nicht nur das Wetter schön, sondern es war eben auch allenthalben zu spüren, es geht wieder los, wir fangen wieder an, wir bieten an, was möglich ist. Das Renitenztheater beispielsweise, ein kleines Theater, ganz schwierig unter Corona-Hygienebedingungen überhaupt zu bespielen, weil es eben nur so klein ist, kooperierten mit dem Hospitalhof, weil die haben einen schönen großen Saal, ist ja schräg gegenüber. Da kann man dann eben Veranstaltungen mit mehr Publikum durchführen. Das haben viele gemacht. Open-Air-Programme, auch viele Künstler haben sich zusammengeschlossen, haben gesagt, wir bieten was an, wir machen was. Und es gab ja, ich habe es erwähnt, dafür tatsächlich auch zum Teil eigene finanzielle Unterstützung. Und wir sind alle in die Sommerferien gegangen, nicht nur mit dem Gefühl, oh, die Infektionszahlen sind ja zum Glück inzwischen auf einem niedrigen Niveau, womöglich kommen wir aus den Sommerferien wieder und die Corona-Krise hat sich erübrigt. Das war leider ein Fehlglaube, das wissen wir jetzt. Jetzt haben wir den Beginn der Herbstsaison und wir müssen davon ausgehen im Moment, dass die gesamte Saison, die jetzt begonnen hat und die ja, wissen Sie, bis zu den nächsten Sommerferien dauert, vermutlich in irgendeiner Art und Weise von Beschränkungen betroffen ist. Wie gesagt, Hauptsache, Sie spielen wieder, das ist die gute Nachricht, aber die Bedingungen, unter denen Kultur im Moment stattfindet, sind sehr schwer. Ich versuche Ihnen das deutlich zu machen, weil wir denken immer an das Publikum, so wie wir jetzt hier gerade uns erleben, nicht? Also alle schön auf Abstand und ich darf jetzt zwar ohne Maske reden, aber alle anderen müssen die Maske tragen. Wir denken immer an diese Publikumssituation. Kultur unter Corona-Bedingungen hat aber an mehreren Orten oder an mehreren Plätzen sozusagen seine Schwierigkeiten. Wenn Sie sich ein Theater vorstellen, natürlich wichtig der Publikumsbereich, wie viele Leute dürfen kommen, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Das Problem ist nicht nur für die Kulturveranstalter und für die Theater und für die Bühnen, wie groß muss der Abstand sein zwischen den einzelnen belegten Plätzen. Es gibt einen Eingangsbereich,
Es gibt sanitäre Anlagen, also auf Deutsch Toiletten. Überall da ist auch Publikum und auch überall da müssen sozusagen die Hygieneregeln gesichert werden und eingehalten werden. Und das Problem sozusagen bei der Frage, wie viele Leute dürfen wir für eine Theatervorstellung zulassen, betrifft nur zum Teil die Situation im Parkett. Im Parkett ist man relativ sicher, sage ich jetzt mal, weil da ist der Abstand gewahrt. Nicht? Sie sind jetzt sicher, Sie sind auch sicher vor mir, soweit wir das wissen. Aber viel komplizierter ist die Situation davor und danach. Das Warten vor der Tür, das Reinkommen, auch nachher wieder das Rausgehen. Vielleicht muss man eben zwischendurch auch nochmal die Toiletten aufsuchen. In manchen Häusern jedenfalls gibt es Essen und Trinken. Dann ist da auch wieder, das sind alles die Situationen, die auch geregelt werden müssen und die auch dazu führen, dass die Besucherzahlen häufig sehr stark beschränkt sind. Das ist der eine Schauplatz, Schwierigkeit. Der zweite Schauplatz ist die Bühne. Auf der Bühne müssen auch Abstandsregeln eingehalten werden. Und ich spreche jetzt mal fürs Theater. Unsere Theaterstücke sind nicht für Corona-Zeiten geschrieben. Da wird gekämpft und geliebt und geknutscht und gestritten. Oder es wird im Ballett getanzt, es wird in der Oper gesungen. Das alles muss auch den Corona-Regeln genügen. Da gibt es keine Ausnahme. Das Orchester, das spielt, Sie kennen den klassischen Blick in den Orchestergraben, wo alle eng nebeneinander sitzen, undenkbar zurzeit, ist nicht erlaubt. Also weil natürlich die Arbeit der Künstler auch unter Hygiene- und Abstandsregeln gewahrt werden muss. Also da haben wir einen weiteren Platz, wo die Kultur mit Corona-Regeln zu kämpfen hat. Und der dritte Ort, den wir als Publikum am allerwenigsten sehen, das ist alles, was hinter der Bühne besteht. Es arbeiten ja Menschen im Theater, es gibt Werkstätten, es muss geprobt werden. Und auch in diesem Bereich, so wie an jedem Arbeitsplatz ja auch, wo Sie tätig sind, wo ich tätig bin in der Redaktion, auch da müssen alle Corona-Regeln eingehalten werden. Das heißt, wenn Sie also den Kulturbetrieb haben, dann haben Sie, wenn es um die Schwierigkeiten geht, mit den Corona-Abstandsregeln umzugehen, haben Sie im Grunde genommen drei verschiedene Orte. Und alles muss eingehalten werden, alles muss klappen, alles muss zusammenfügen. Das ist für viele Häuser, ob nun groß oder klein, ein enormer Aufwand gewesen, da überhaupt entsprechende Regeln, praktikable Regeln finden zu können. Und damit komme ich jetzt, wenn Sie sich das vielleicht ein bisschen vorstellen können, warum Kultureinrichtungen, Kulturschaffende, ja auch die Volkshochschule, die ja jetzt nicht auch eine große Kultureinrichtung ist, warum diese Einrichtungen so viel Zeit und Energie und zum Teil auch Geld investieren müssen, um trotzdem für das Publikum geöffnet sein zu können, komme ich nun tatsächlich zu den Problemen, auf die ich Sie aufmerksam machen möchte, die jetzt eben auch die nächsten Wochen und Monate bestimmen werden. Problem Nummer eins sind die Wirtschaftspläne aller Einrichtungen. Wenn man Publikum ist, dann denkt man, naja Gott, Kultur, die kriegen ja staatliche Zuschüsse, und kriegen sie halt vielleicht am Ende ein bisschen mehr, aber die werden doch arbeiten können. Diese Haltung habe ich im Sommer sogar von einem Politiker gehört, der eigentlich mal in diesem Land sehr mit finanzpolitischen Dingen befasst war. Das hat mich ein bisschen erschreckt, weil eigentlich zumindest der musste natürlich wissen, dass jede Kultureinrichtung nach einem Wirtschaftsplan arbeitet und dieser Wirtschaftsplan eben nicht nur Zuschüsse vorsieht in unterschiedlicher Höhe, sondern er lebt auch von Einnahmen. Jede Kultureinrichtung muss Einnahmen erzielen, um zum Schluss eine ausgeglichene Bilanz zu haben. Das ist unterschiedlich viel. Pi mal Daumen, Staatstheater, großer Betrieb, viele öffentliche Zuschüsse. Wie gesagt, Pi mal Daumen, 30% des Gesamtetats müssen an der Kasse erzielt werden. Andere Kultureinrichtungen, ich komme wieder auf das Renitenztheater zu sprechen, genau andersrum, 70%, 30% sind Zuschüsse unterschiedlicher Art, auch Mäzene, auch Sponsoren, aber 70% muss das Renitenztheater im Laufe des Jahres
rund gerechnet, also es sind immer jetzt Schätzwerte, nicht, an der Kasse erzielen, über Eintrittskarten. So. Das alles ist in diesem Jahr natürlich, also alle Pläne, die man für das Jahr 2020 aufgestellt hat, sind natürlich längst Makulatur. Sie wären schon Makulatur gewesen durch die 2,5 Monate Komplettschließung im Frühjahr, wo ja überhaupt keine Einnahmen erzielt werden konnten, jedenfalls nicht an der Kasse. Sie sind aber auch jetzt Makulatur. Corona, Abstands- und Hygieneregeln. Im Opernhaus haben wir 1.404 Plätze insgesamt. Die Oper kann von diesen 1.404 Plätzen im Moment höchstens 350 besetzen. Sie kennen den Bau doch wahrscheinlich von innen, ein schönes Haus, aber die Regeln sehen eben vor, 1,5 Meter Abstand. Und das bedeutet, so wie die Stuhlreihen dort sind, die Oper, so wie fast alle anderen Theater auch, muss immer eine komplette Sitzreihe freilassen, weil sonst der Abstand zum Hintermann oder zum Vordermann zu gering wäre. Und so bleiben von den 1.404 Plätzen nur 350 Plätze übrig. Und das Stuttgarter Ballett könnte natürlich locker für jede Veranstaltung, die sind ja fast immer ausverkauft. Jetzt überlegen Sie mal, wie viele Ballettvorstellungen haben wir noch bis Ende des Jahres? Lass es 15 sein. Der Unterschied zwischen 15 ausverkauften Vorstellungen und 15 Vorstellungen, wo Sie eben nur weit weniger als die Hälfte der Karten überhaupt verkaufen dürfen, dann haben Sie einen ungefähren Eindruck, wie viel weniger Geld da reinkommt. In den anderen Häusern ist es zum Teil noch extremer. Altes Schauspielhaus, 499 Plätze, pro Abend dürfen zurzeit nur 97 Karten verkauft werden. Komödie Marquardt, 386 Plätze, nur 87 Karten pro Vorstellung dürfen verkauft werden zurzeit. Und das sind die aktuellen Hygieneregeln. Man muss ja befürchten, dass das womöglich eher noch ein bisschen angezogen wird in den nächsten Wochen. Entsprechend verringern sich die Karten. Theater der Altstadt, am Feuersee, altes Kino, wenn Sie mal drin waren. Das ist ja noch wie ein altes Kino, auch der Saal ist ja wie ein altes Kino. 187 Plätze, höchstens 45 davon dürfen pro Abend verkauft werden. Das Renitenztheater dürfte höchstens in seinem Stammhaus 30 Karten pro Abend verkaufen. Wenn Sie sich mal vorstellen, Renitenztheater, da werden ja Künstler für die Abendvorstellung eingeladen. Der braucht ja eine Abendgage. Das sind Künstler, Kabarettisten, die reisen zum Teil aus ganz Deutschland an. Die brauchen eine ordentliche Abendgage, damit es sich für sie lohnt. Und die müssen auch untergebracht werden. Es gibt da auch so ein bisschen Hotel- und Übernachtungskosten. Und jetzt überlegen Sie sich, was das Renitenztheater mit 30 Eintrittskarten einnehmen kann, theoretisch, und wie dann die Differenz aussieht zu den Unkosten eines einzigen Vorstellungsabends. Das meine ich damit, wenn ich sage, die Wirtschaftspläne sind im Grunde genommen Makulatur, und man muss leider sagen, so schön das ist, dass wir all diese Angebote haben, die ich Ihnen vorhin geschildert habe und die ja wichtig sind und die ja die gute Nachricht eigentlich sind, aber diese Diskrepanz zwischen dem, was eigentlich wirtschaftlich notwendig wäre und das, was im Moment möglich ist, mit jedem Abend, mit jeder Vorstellung wird die Lücke größer. Weil die laufenden Kosten, die der Betrieb hat, fallen ja weiter auch alle an. Es gibt Beschäftigte, es gibt andere Unkosten, die getragen werden müssen, wenn man einen Vorstellungsbetrieb hat. Viele der Kulturbetriebe nutzen auch die Kurzarbeit, die ja für alle Unternehmen der Wirtschaft angeboten wird. Das ist ja eine Möglichkeit, sozusagen, man hat weniger zu tun und kann die Beschäftigten weniger beschäftigen, man zahlt ihnen weniger Gehalt, und die Bundesagentur für Arbeit zahlt zumindest einen Teil der Diskrepanz selbst aus. Also auch viele Kulturbetriebe, auch unsere Staatstheater, nutzen dieses Instrument. Das macht die Sache aber nicht leichter, weil die Kurzarbeit muss natürlich auch umgesetzt werden, weil sonst darf man sie ja nicht betreiben. Also das sind alles Probleme, mit denen die Kultureinrichtungen zu tun haben, und die
in den nächsten Wochen von Vorstellungstag zu Vorstellungstag wachsen werden. Kleiner Nebenaspekt für das nächste Jahr. Viele Kultureinrichtungen haben sich gefreut, dass in der Lockdown-Phase Theater, Zuschauer, Abonnenten das Geld nicht zurückverlangt haben für ihre Karten, sondern aus Sympathie für ihr Haus gesagt haben, wir nehmen Gutscheine dafür. Es gab dann irgendwann auch sogar eine Regelung des Gesetzgebers, dass Kultureinrichtungen die Eintrittsgelder für nicht genutzte Theaterkarten oder Veranstaltungskarten nicht auszahlen müssen, sondern dass sie Gutscheine ausgeben dürfen. Das hat vielen die Zahlungsfähigkeit gesichert, aber diese Gutscheine liegen nun vor. Und im nächsten Jahr spätestens wollen natürlich, das ist ja vollkommen berechtigt, die Kulturfreunde diese Gutscheine auch mal einlösen. Da fehlt dann aber eine Einnahme im nächsten Jahr nicht. Also auch diese Gutscheine, die überall in den Budgets ja eingerechnet sein müssen, so erfreulich diese Regelung ist, sie hat auch eine Kehrseite, spätestens im nächsten Jahr, wenn hoffentlich dann der Vorstellungsbetrieb wieder normal laufen kann. Problem Nummer zwei, ich habe 9 insgesamt, so lange müssen Sie durchhalten. Problem Nummer 2, die Künstler. Gut sind die Künstler dran, die eine Festanstellung haben, also eben zum Beispiel als Schauspieler, als Musiker in einem Orchester, bei der Stadtbibliothek, wenn man eben Bibliothekar ist. Wie gesagt, es gibt womöglich Kurzarbeit, aber wir bewegen uns hier in einem Rahmen, wo wir irgendwie sozial, wirtschaftlich halt aufgefangen werden von dem erfreulich guten Sicherungsnetz unseres Sozialstaates. Die Künstler und die Kunstszene ist aber ja viel breiter angelegt. Es gibt sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler auf den verschiedensten Gebieten, die als Selbstständige arbeiten, durch kurzfristige oder langfristige Engagements halt ihr Geld verdienen und die im Grunde genommen in der Lockdown-Phase völlig abgeschnitten waren und die auch jetzt durch das stark verminderte Angebot natürlich in einem viel geringeren Ausmaß beschäftigt werden, als sie es für sich womöglich geplant haben für dieses Jahr. Ich habe vorhin erwähnt, es gab für erfreulich viele die Möglichkeit, eben über die Hilfsprogramme für Selbstständige da auch vom Staat Zuschüsse zu bekommen. Man ahnt oder man weiß eben auch, ich weiß es auch vielen Gesprächen, es ist trotzdem eine ganz, ganz schwierige Situation. Ich weiß von zum Beispiel Schriftstellern, die eigentlich sehr gut leben können von ihren Einnahmen, die aber dadurch, dass eben zum Beispiel keine Lesungen stattfinden, dass die Bücher sich zum Teil eben deswegen auch schlechter verkaufen, jetzt auch wieder ganz andere Tätigkeiten aufnehmen müssen, um schlicht und einfach ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Das ist dann vielleicht irgendwann mal wieder überwunden. Was auch brach liegt, das sollte man nicht außer Acht lassen, die künstlerische Qualität, die großen Orchester, können als große Orchester schon seit geraumer Zeit nicht mehr zusammen spielen, weil die Abstände auch zwischen den Musikern groß sein müssen. Auch die Schauspieler, die zum Teil eben nicht arbeiten können zurzeit, sind rausgerissen aus ihren Produktionsprozessen. Es ist, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht das dringendste Problem. Ich will Sie nur darauf aufmerksam machen. Auch das hat natürlich Folgen. Die Chöre, die ja bekanntlich nur unter ganz erschwerten Hygienebedingungen proben, also singen können sie sowieso nur öffentlich kaum, aber eben auch nur proben können. Natürlich wirkt sich das auch aus auf die Qualität eines Ensembles, ist doch klar. Auch das sollte man im Blick haben. Problem Nummer 3. Bestimmte Segmente im Kulturleben sind ganz weggefallen. Die großen Hallenkonzerte, die Popkonzerte, sind seit März komplett ausgefallen. Solche Veranstaltungen waren noch nicht mal ansatzweise wieder im Bereich des Möglichen. Vielleicht haben Sie mitbekommen, die Stadt Düsseldorf hat im September versucht, ein Popkonzert
durchzuführen, hat es kurzfristig wieder abgesagt, weil die Risiken zu groß waren. Also die Situation Schleierhalle, Porsche Arena, die großen Live-Konzerte finden komplett nicht statt. Und das ist jetzt vielleicht für die, die hier jetzt anwesend sind in der Volkshochschule, die sagen jetzt, ja, das kann man ja Gott sei Dank auch alles im Radio hören oder im Album hören. Ich will Sie nur darauf aufmerksam machen, das ist ein Riesenwirtschaftszweig. Denn da sind ja jetzt nicht nur die Künstler, die nicht auf der Bühne stehen können. Es ist eine Technik, es ist eine Organisation, es sind ganz, ganz viele Leute, die in diesem Bereich eben auch beschäftigt sind. Die sehen wir alle gar nicht. Die Aufbauer, die Techniker, die Beleuchter. Und das ist ein Bereich, der im Grunde genommen seit Frühjahr keinerlei Beschäftigung hat und offen gestanden heute Abend auch weniger Perspektive für die nächsten Wochen denn je. Denn dafür habe ich auch das größte Verständnis, in welchem Bundesland könnte jetzt mit gutem Gewissen ein großes Hallenkonzert veranstaltet werden, wo wir noch nicht mal unsere Weihnachtsmärkte wahrscheinlich kriegen werden. Also auch da der Hinweis darauf, dieses Segment fällt ganz weg. In Stuttgart muss man es auch einfach mal erwähnen, unsere Musicaltheater sind komplett geschlossen und haben jetzt im Moment gerade die Perspektive, sie bieten im Moment Eintrittskarten an für Anfang März. Halte ich offen gestanden leider jetzt auch schon wieder für eine optimistische Annahme. Warum? Ein Musical-Theater, die Stage Entertainment, das kennen Sie ja alle hier bei uns in Stuttgart, aber auch in Hamburg und in Berlin, die bekommen letztlich überhaupt keine öffentlichen Zuschüsse. Sie müssen rein privatwirtschaftlich rechnen. Und für die lohnt sich eine Vorstellung nun tatsächlich erst ab einer gewissen Zuschauerzahl. Sonst fehlen einfach Einnahmen. Erstes Problem. Wenn Sie schon mal ein Musical gesehen haben, dann wissen Sie, wie es da so zugeht auf der Bühne. Das kann man jetzt nicht unter Corona-Bedingungen auf die Bühne bringen. Aladdin oder auch klassisch im Stadttheater My Fair Lady, das geht einfach nicht. Also Sie dürfen auch die Handlung ja nicht ändern. Sie dürfen das künstlerische Konzept nur in geringem Maße ändern. Das heißt, auch da ist dieses Unternehmen im Grunde genommen zur Untätigkeit verdammt. Und das ist ein Bereich, wo im Grunde genommen auch durch die ja auch gut begründeten, aber nichtsdestotrotz harten Regelungen des Staates womöglich großer wirtschaftlicher Schaden entsteht. In Hamburg, das ist nicht Stage Entertainment, das ist ein anderes Unternehmen, sollte im März ein Harry Potter Musical Premiere feiern. Ganz wenige Tage vor dem Lockdown, die haben dann die Premiere abgesagt, haben gesagt, wir wollen die im Herbst machen. Herbst haben wir jetzt, ist natürlich auch illusorisch, die sagen jetzt auch im März. Wir ahnen doch alle, wie viel Investition in einem solchen Projekt steckt. Und es ist nicht sichergestellt, dass diejenigen, die da ihr Geld investiert haben, die ökonomische, die wirtschaftliche Potenz haben, um eine solch lange Durststrecke durchzuhalten. Ein Problemfeld. Problemfeld Nummer 4, unsere Kinos. Das schleichende Bröckeln der Kinozuschauer begleitet mein Berufsleben jetzt seit vielen Jahren schon. Das ist nicht erst seit Corona. Corona hat diesen Bröckeln, diesen schon seit langer Zeit zu beobachtenden Wegbrechen der Zuschauer im Kino, aber natürlich einen wahnsinnig zusätzlichen Schub nochmal gegeben, weil die Leute in den 2,5 Monaten zu Hause, da war dann tatsächlich mal die Versuchung groß, ja, jetzt nehmen wir mal Netflix-Abo, mal gucken, was da so ist. Die Kinos haben relativ bald nach Pfingsten wieder geöffnet, auch bei uns in Stuttgart, und kommen auch mit den Hygieneregeln, die sie haben, nicht wirklich auf sehr viele gut oder gar ausverkaufte Vorstellungen. Das hat auch andere Gründe, das haben Sie vielleicht auch gelesen. Die großen Verleihe bringen wichtige Filme zurzeit überhaupt nicht in die Kinos. Das ist jetzt wirklich nur das prominenteste Beispiel. Sie müssen James Bond nicht mögen,
aber Sie wissen oder Sie können sich vorstellen, dass ein neuer James-Bond-Film vermutlich dann eben doch auch viele, zum Beispiel jüngere Leute, ins Kino locken würde. Der Filmstart wurde jetzt wieder verschoben. Warum? Weil der Verleih vor allen Dingen auch auf den englischsprachigen Markt guckt, also auf Amerika, Großbritannien. Dort ist die Lage ja noch viel schlimmer als bei uns. Die sagen, bevor wir den Film jetzt versemmeln und niemand guckt den, verschieben wir das lieber jetzt noch mal um ein paar Monate. Oder, so hat Disney es gemacht, eine wahnsinnig aufwendige große Kinoproduktion, Mulan, ein Familienfilm, ein Abenteuerfilm, komplett fertig, sollte eigentlich im März in die Kinos kommen, wurde abgesagt, kommt gar nicht mehr in die Kinos, sondern wird nur noch im Streamingdienst angeboten. Also wir haben auch auf der Filmseite, auf der Angebotsseite ein großes Problem und es wird noch verschärft dadurch. Im Moment gibt es zwar jede Woche neue Filmstarts, kleine Filme, ich habe es vorhin gesagt, ein toller Film mit Isabelle Huppert, ein toller Film mit Lars Eidinger, ein toller Film mit Mark Ruffalo, können Sie im Moment alles sehen, aber es kommt kein Nachschub. Das heißt, die Verleihe, die kleineren Verleihe, bringen jetzt ihre Filme, die sie schon fertig hatten, bringen sie jetzt raus. Irgendwann ist aber sozusagen der Vorrat aufgebraucht. Das Problem wird sich vermutlich irgendwann im Frühjahr, im Sommer nächsten Jahres stellen. Was zeigen die Kinos dann eigentlich noch? Die Filmproduktionen sind im Moment eben auch unter Corona-Bedingungen. Das Fernsehen arbeitet unter Corona-Bedingungen. Es wird gedreht, Tatort, die entsprechenden Serien, die Sie alle kennen aus dem Fernsehprogramm, die haben sich darauf eingestellt. Aber große Filmproduktionen mit den entsprechenden, was weiß ich, Verfolgungsjagden, Gangstergeschichten, Liebesszenen, die werden jetzt ja nicht umgeschrieben, sondern da warten die entsprechenden Produzenten einfach darauf, dass sie irgendwann mal wieder unter normalen Bedingungen arbeiten können. Wann das ist, wissen wir nicht. Problem Nummer 5, Entschuldigung, dass ich das so sage, ist das Publikum. Das Publikum zögert. Beim Kino habe ich es eben schon gesagt, wir hatten es auch beim Museum. Ich weiß noch in der Redaktion, als die Museen wieder öffnen durften, das war irgendwann Anfang Mai, da haben wir Fotografen geschickt, weil wir waren ganz sicher, da kommen ganz viele Menschen und wollen jetzt wieder ins Museum gehen, endlich wieder ins Museum gehen. Und der Fotograf rief uns an und sagte, hier ist keiner, nur die Direktorin steht da. Und wenn ich ein Foto machen soll, dann muss ich jetzt die Frau von der Kasse bitten, dass die mit der Direktorin zusammen sich... Das Publikum kam nicht. Ich war privat an einem, ich glaube gleich am ersten Sonntag, wir wollten unbedingt dann noch die tolle Ausstellung im Lindenmuseum sehen. Und ich dachte, man merkte, da waren extra Sicherheitsbeamte, die Schlange ordnen sollten, die sich an der Kasse bildet. Es gab noch gar keine Schlange. Und so haben wir es überall. Das Publikum zögert. Sie zögern nicht. Vielen Dank, dass Sie heute Abend gekommen sind. Aber es gibt eben viele, die unsicher sind. Darf ich, soll ich, möchte ich überhaupt ins Kino? Gerade vorhin habe ich gesagt, ein Theaterintendant, mit dem ich noch telefoniert habe, der hatte Doppelvorstellungen angesetzt, 17 Uhr, 20 Uhr an den Wochenenden, weil er dachte, naja, dann haben die Leute wenigstens zweimal Gelegenheit, sich da anzugucken. Gibt er jetzt wieder auf, weil dafür die Nachfrage nicht da ist. Also trotz der ja stark verminderten Kartenzahl. Also das Publikum zögert an allen Stellen. Die Konzerte, die eigentlich weniger Karten überhaupt zur Verfügung haben, werden häufig ihre Karten nicht los. Und es gibt keinen wirklichen Run auf die freien Plätze. Und man muss natürlich befürchten, das wird jetzt auch in den nächsten Wochen mit dem entsprechenden dunklen, kalten Wetter und den vielleicht nicht so schönen Nachrichten, die wir haben, das wird sicherlich nicht besser werden, sondern eher für die Einrichtungen schlechter. Problem Nummer 6, die Perspektiven, was die Finanzen angeht. Wir hatten in der ersten Phase, sage ich jetzt mal, eine erfreuliche Großzügigkeit von Stadt, Land und Bund, habe ich Ihnen vorhin gesagt, gute Nachrichten. Das kippt jetzt aber. Und das ist jetzt keine, das ist natürlich keine Bösartigkeit, das ist kein schlechter Wille, aber die großzügig eingesetzten Gelder sind ja jetzt auch eben erstmal großzügig eingesetzt und jetzt geht es um die finanziellen Perspektiven auch für den Haushalt des nächsten und übernächsten Jahres.
Und da muss man jetzt eben auch als verantwortlicher Politiker langsam knausriger werden. Und jetzt kommt eine Schwierigkeit. Fast alle Kultureinrichtungen speisen sich aus mindestens zwei Töpfen bei uns, mindestens Stadt und Land. Manchmal gibt es auch noch Gelder vom Bund. Und ich höre von den Kulturanbietern, es wird kompliziert. Wenn ich bei der Stadt anrufe und sage, wir brauchen jetzt dringend noch mal an der Stelle eine Unterstützung, dann sagen die, ruf mal beim Land an. Dann rufe ich beim Land an, ich mache es ein bisschen salopp, Sie ahnen, das ist natürlich alles viel komplizierter. Dann rufen sie beim Land an und sagen, naja, solange Frau Grütters jetzt in Berlin aber noch nicht ganz klar gesagt hat, wie viel Geld eigentlich der Bund gibt, wären wir ja schön doof, wenn wir im Land uns jetzt schon festlegen, wie viel wir geben. Ja, also das ist das Spiel, das kennen wir eigentlich aus der Kulturpolitik aus allen Phasen. Das gibt es auch in allen Themenbereichen, wo es Mischfinanzierung gibt. Das ist jetzt nichts Besonderes für die Kultur. Aber für die Kultureinrichtungen, die zum Teil jetzt wirklich kalkulieren müssen, wie schaffen wir die laufenden Kosten noch in diesem Jahr, kann das zum Teil sehr bitter werden. Es gibt da viel Erfreuliches auch. Ich habe gerade kleine Notiz bei uns in der Zeitung gelesen, im 5. Buch, Bezirksbeirat West beschließt für die Rosenau Zuschüsse für als Ausfall, weil da bestimmte Programme nicht stattfinden konnten. Also es gibt auch viel gute Entscheidungen, wo, glaube ich, dann schnell und unkompliziert und unbürokratisch geholfen wird. Aber ansonsten wird es jetzt alles viel komplizierter, je länger es dauert. Probleme Nummer 7, die Perspektive für die Planung. Wie plant man jetzt eigentlich? Ich erinnere mich an die, fange ich wieder an mit dem alten Schauspielhaus, Pressekonferenz im Juli. Axel Preuß, der Intendant, stellt seine Pläne vor und er hat folgendes Konzept zum damaligen Zeitpunkt, Juli. Wir eröffnen wieder im September. Ich mache bis zum Ende des Jahres ein kleines Programm, kleine Stücke, Corona-Regeln, nur ein oder zwei oder drei Leute auf der Bühne, damit die alle schön viel Platz haben und sich nicht so oft anfassen müssen. Was Heiteres. Ich habe nur so wenig Plätze. Meine Abonnenten kann ich da überhaupt nicht reinsetzen. Wenn ich meine Abonnenten da reinsetze, dafür sind viel zu wenig Plätze da. Der hat erfreulich viele Abonnenten. Aber dafür würden die Plätze gar nicht reißen. Das heißt, er sagte, meine Abonnements lasse ich für diese Zeit ruhen. Ich mache nur freien Verkauf. Die Karten kommen nur über die Abendkasse raus. Und dann, im neuen Jahr, dann wird alles besser, dann beginne ich wieder den Normalbetrieb. Dann mache ich wieder größere Vorstellungen, dann kann ich hoffentlich wieder alle Plätze verkaufen und dann können meine Abonnenten ihre Abonnements eben zumindest in der zweiten Hälfte der Saison wahrnehmen. Das war seine Planung im Juli. Man muss im Moment ein bisschen optimistisch sein, um sich vorzustellen, dass das so klappt. Vermutlich wird es eher so sein, dass er auch in der zweiten Hälfte der Saison nur kleine Produktionen machen kann und nur an der Abendkasse. Und jetzt können Sie sich wieder vorstellen, so muss ich gar nicht nennen, müsste ich jetzt auch schätzen, was da wieder am Ende fehlt. Eine komplette Jahreseinnahme aus den Abonnements, die an der Stelle fehlen wird. Das ist eine Riesensumme für so einen Betrieb. Staatstheater ganz genauso, die sind finanziell natürlich etwas kommoder. Da zum Schluss wird es immer irgendwie die öffentliche Hand zahlen. Die hatten auch einen Spielplan erstmal nur für die erste Hälfte und haben dann gesagt, und dann im Dezember, dann kommt unser Spielplan für die zweite Hälfte, das ganz große Theater. Ballett feiert ein großes Jubiläum. John Krenko, jetzt muss ich mal selbst, 2021, 60 Jahre, großes Jubiläum, große Galas vorbereitet, große Gastspiele. Alle schon vertraglich wahrscheinlich eingefädelt. Das wollten die alles bekannt geben im Dezember. Die Planungen, die Perspektiven sind im Moment völlig unsicher. Das ist für alle Kulturanbieter ein Riesenproblem. Und das alles noch, mein Gott, so viel Problemfelder. Wenn Sie sich mit Kultur ein bisschen beschäftigen in Stuttgart, dann wissen Sie, alle unsere Einrichtungen, nein, nicht alle, aber sehr viele unserer Einrichtungen sind ohnehin unterfinanziert, sind sehr knapp nur finanziert. Wenn denen jetzt auch noch Einnahmen wegbrechen, wird es noch knapper. Problem Nummer 8, die großen Projekte.
Vor einem halben Jahr war ich hier in dieser Veranstaltungsreihe zum Thema Opernsanierung und konnte damals noch sagen, die Stadt plant einen Beschluss im Gemeinderat für März, dass der Kuhn das abgeblasen hat. Vollkommenes Verständnis. Kein Gemeinderat dieser Welt hätte zu diesem Zeitpunkt in der Situation eine solche Entscheidung fällen können, von den ganzen Problemen mit der Bürgerbeteiligung mal abgesehen. Großes Verständnis. Aber jetzt mal unter uns gesprochen, wie kann man sich das im Moment vorstellen, dass überhaupt diese Opernsanierung weiter besprochen und womöglich irgendwann mal in welcher Form auch immer beschlossen wird? Und es ist eben nicht so was so nach dem Muster nice to have. Wenn wir es halt nicht sanieren, dann lassen wir es noch mal 5 Jahre bleiben. Die Sie sich für dieses Thema interessieren, wissen, das ist eine Sanierung, die für den Betriebsablauf zumindest in einem gewissen Rahmen absolut notwendig ist. Das kann man jetzt nicht mehr 5 Jahre einfach aufschieben. Da muss irgendwas geschehen in absehbarer Zeit. Alle diese großen Themen, alle Investitionen, alle Problemfelder, das Theaterhaus auf dem Pragsattel braucht eigentlich eine Richtungsentscheidung für die Zukunft. Der sehr, sehr verdienstvolle Intendant Werner Schretzmeier, da muss über eine Nachfolge irgendwann mal nachgedacht werden. Wie geht es da weiter? Das war allen politisch Verantwortlichen klar. Da gibt es auch entsprechende Gemeinderatsbeschlüsse. Im Moment solche Perspektiven zu diskutieren, sehr anstrengend, sehr schwierig, wo es vielleicht in absehbarer Zeit erstmal wieder nur darum gehen wird, kann das Haus überhaupt erhalten bleiben? So, jetzt habe ich Ihnen aber hier die Stimmung vermiest. Was ist denn die Perspektive von alledem? Also, ich sage jetzt mal ins Unreine gesprochen, wollen wir hoffen, dass uns die Politik und die natürlich auch die Lage an der Virenfront uns die Chance weiter belässt, auch in den kommenden Wochen und Monaten Kultur zu erleben, Volkshochschule zu erleben. Ich kann es nur immer wiederholen. Auch dies ist ein großer, ein wichtiger Ort der Kultur. Bildung ist eine der wichtigsten Faktoren für die Entwicklung der Gesellschaft. Genauso Bildung und Kultur sind da untrennbar miteinander verknüpft. Also wollen wir hoffen, dass das alles hier schön unter hoffentlich nicht allzu anstrengenden Bedingungen betrieben werden kann und genutzt werden kann, so eben auch in der Kultur. Ich glaube nur, und darum geht es ja, wie steht unsere Kulturlandschaft, unsere Kulturszene dann irgendwann im Sommer nächsten Jahres, wenn wir alle geimpft sind, wie steht sie da? Sie wird nur in der Breite und der Fülle dastehen, wenn Gesellschaft und Politik in Stadt, Land und Bund bereit sind, Gelder zur Verfügung zu stellen. Und zwar über das Maß hinaus, was sie überhaupt jetzt schon zur Verfügung gestellt hat. Die Institutionen werden irgendwann signalisieren, viele Einrichtungen werden signalisieren, kleinere sowieso. Wir sind jetzt an wirtschaftlicher Hinsicht an die Grenze der Zahlungsfähigkeit gekommen. Das wird uns auch in der Wirtschaft, in der Allgemeinwirtschaft, wird uns das begegnen in den nächsten Wochen und Monaten. Wir ahnen es bei den Hotels, im Tourismus, in anderen Dienstleistungsbereichen, nicht bei den PVC-Scheiben, da krachen, glaube ich, die Sektkorken, aber in vielen anderen Bereichen der Wirtschaft wird uns das Thema Insolvenz wahrscheinlich begegnen, aber es wird uns eben vermutlich auch im Bereich der Kultur begegnen, wenn Gesellschaft und Politik nicht bereit sind oder wenn sie nicht in der Lage sind. Das Zweite wäre natürlich noch wesentlich unangenehmer, entsprechend finanziell hier einzuspringen. Das muss man, glaube ich, so sagen, das wird nicht billig. Ich als Kulturjournalist, Sie als kulturinteressierter Mensch, sonst wären Sie ja nicht hier, werden wahrscheinlich immer dafür plädieren, ja, das ist wichtig, Gesellschaft, Stadt, Land, Bund müssen und sollen auch hier helfen und unterstützen weiterhin. Und das Publikum muss eben auch zeigen, dass es Kultur nachfragt. Wir ahnen aber jetzt schon, es wird ein Streit sein mit anderen Interessen, es wird ein Streit sein mit anderen Notwendigkeiten auch. Und dann wird sich zeigen, ob die Kultur
stark genug ist und genug Unterstützung auch in der Politik hat, damit die entsprechenden Entscheidungen auch tatsächlich gefällt werden. So, wie kriegen wir denn jetzt irgendwie trotzdem einen einigermaßen fröhlichen Abschluss zumindest meines Redeteils hin, weil vielleicht haben Sie ja auch, möchten Sie ja auch was mit Maske natürlich fragen oder möchten etwas sagen zum Thema. Das soll auf jeden Fall auch geschehen. Mir geht es so, und vielleicht Ihnen ja auch, wenn Sie irgendwo hingegangen sind, man kennt all diese Probleme, man kennt all diese Schwierigkeiten, die wir jetzt haben werden. Gehen Sie einmal ins Konzert, gehen Sie einmal in eine Theatervorstellung oder nehmen Sie ein Buch zur Hand, und das ist der ganze Zauber der Kultur. Sie haben es vergessen, innerhalb weniger Sekunden. Gehen Sie ins Schauspielhaus, in den Besuch der alten Dame, Dürrenmatt, inszeniert von Kosminski, eine großartige Inszenierung. Ich habe hinterher mir überlegt, ja, die haben auch, glaube ich, alle Corona-Regeln auf der Bühne eingehalten, die waren alle schön weit auseinander, immer die Schauspieler. Während der Vorstellung habe ich nicht einmal drüber nachgedacht. So spannend, so interessant, so bewegend. Gehen Sie ins Kammertheater, es gibt nur 30 Plätze, aber wie gesagt, man kriegt offenbar Karten. Die Lage, ein Stück von Robert Melle, über den Wohnungsmarkt und über die Schwierigkeiten, eine gute Wohnung zu finden in den großen Städten. Eine tolle Inszenierung, tolle Schauspieler. Nach 2 Minuten haben Sie vergessen, unter welchen Umständen Sie da sitzen, was unter welchen Umständen da gespielt wird. Die Kunst funktioniert, das Theater funktioniert. Gehen Sie ins Museum, Sie haben nach wenigen Augenblicken die Maske, glaube ich, vergessen, weil Sie bewegt sind von dem, was Sie sehen. Ich erinnere mich noch im Juni, die Ludwigsburger Schlossfestspiele, die ja auch komplett ausfallen mussten, die erste Saison des neuen Intendanten, fast komplett ausgefallen. In der allerletzten Woche war es ihm möglich, noch ein paar Konzerte, ein paar Kammerkonzerte, kein Orchester, nur ein paar Musiker, 4, 5 auf der Bühne zu veranstalten im Residenzschloss in Ludwigsburg. Sie gehen dahin und sind bewegt, wenn die Musik erklingt. Schostakowitsch passte gut zu dem Abend. Deswegen der hoffnungsvolle Ausblick ist, es wird die Kultur geben, es wird sie auch nach Corona geben. Es liegt auch ein bisschen an uns, dass sie jetzt am Leben bleibt durch unsere Nachfrage und durch unseren Druck an entsprechender Stelle zu sagen, wir wollen diese Kultur und wir wollen, dass eben jetzt auch in dieser Krisenzeit die entsprechenden Mittel investiert werden. Ich hoffe, das reicht jetzt, um trotzdem noch ein bisschen Optimismus zu verbreiten. Und wenn Sie etwas fragen möchten oder etwas beitragen möchten, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, dann sehr gern. Vielen Dank aber erstmal. Waren das technische Hinweise hört zum Frageteil? Mich, ja. Alles gut. Vielen Dank, ja. Tim Schleider. Das war ja, wirklich ein hochinformatives Referat. Ich habe eine Menge gelernt, ich vermute jeder Einzelne hier auch. Die Aspekte, die Sie genannt haben, da denken wir, ich, gar nicht dran. Ich sehe im Kino eine Leinwand, aber was dahinter steckt, interessiert mich gar nicht. Aber jetzt ist es, ich gehe ins Theater und stelle fest, da sind 150 Leute beschäftigt, die jetzt im Zweifelsfall keine Arbeit mehr haben. Gut, das gibt es woanders auch, aber eben auch an der Kultur. Und das, was der Kollege gerade gesagt hat, das liegt auch an uns. Wir müssen wieder losmarschieren abends und müssen Kultureinrichtungen besuchen. Wenn wir das nicht tun, haben die Macher auch keine Chance. Jedenfalls vielen Dank und jetzt Feuer frei. Die Kollegin Wöhr hat ein paar Fragen aus dem Chat. Ich würde jetzt mal vorschlagen, Sie fangen einmal an. Ja, also da ist eine Frage wegen der Finanzierung. Erstmal, die Dame merkt an, dass Baden-Württemberg und die Stadt Stuttgart zu den reichsten
Ländern und Städten in der Bundesrepublik gehört, aber die Finanzierung von Kultureinrichtungen sei gering, woran das liegen könnte und ob in Zukunft trotz finanzieller Engpässe, die jetzt ja durch Corona entstanden sind, mit einer Erhöhung oder höheren Zuschüssen zu rechnen ist und wie die Finanzierung in anderen Bundesländern aussieht. An Sie. Ja, da ist es wieder. Dankeschön. Die Finanzierung, die Kulturfinanzierung in Deutschland funktioniert eigentlich überall nach den gleichen Prinzipien. Den Löwenanteil an der Finanzierung der Kultur in Deutschland tragen die Kommunen, also Städte und Gemeinden. Dann kommen die Bundesländer. Kultur ist ja bekanntlich Ländersache, Kulturhoheit der Länder. Und seit jetzt 20 Jahren, seitdem es den Bundesbeauftragten für Kultur der Bundesregierung gibt, spielt auch der Bund eine wichtigere Rolle. Also wir haben praktisch auf der politischen Seite drei Geldgeber. Die wichtigsten Finanziers sind aber immer die Städte, die Gemeinden, die Kommunen. Dort ist die finanzielle Last hier zu tragen. In Baden-Württemberg haben wir, was die Kulturfinanzierung angeht, eine besondere Konstruktion. Sehr, sehr viele Kultureinrichtungen werden gemeinsam getragen von Stadt und Land. Das ist zum Beispiel in Bayern anders. Der Freistaat Bayern hat viele Kultureinrichtungen, die er ganz allein finanziert. Und dann kommt die Stadt München mit seinem eigenen Theater. Also da ist auch, was die Finanzierung angeht, sind Unterschiede. Aber die Gemeinsamkeit ist immer, sie haben immer drei Töpfe, die sie im günstigsten Fall anzapfen können. Baden-Württemberg hat eine gute, muss man jetzt fairerweise sagen, im Vergleich auch eine gut ausgestattete Kulturförderung. Andere Städte und Gemeinden, Länder, gerade wenn sie auch in die neuen Bundesländer gehen, da ist das sehr viel knapper finanziert. Insgesamt, und das ist, glaube ich, das, was die Zuhörerin meint, der Anteil der Kulturausgaben am Gesamthaushalt einer Stadt oder des Landes oder des Bundes, das sind minimale Prozentbeiträge. Die Politiker tun ja immer so, als wenn in der Kultur das meiste Geld ausgegeben wird und man da also alles Mögliche einsparen könnte. Wenn man die Prozentzahlen an den öffentlichen Haushalten ansieht, dann sind es häufig unter 1%, manchmal sind es 1,3, 1,4%. Das ist also wirklich verglichen mit den Sozialausgaben, verglichen mit den Bauinvestitionen, an anderen Bereichen sind das sehr geringe Beiträge. Also wie gesagt, man muss fairerweise sagen, eigentlich ist die Finanzierung in Baden-Württemberg großzügiger von der Menge her als in anderen Ländern. In anderen Bundesländern. Aber ich habe es ja versucht, jetzt zum Schluss gerade auszuführen. Die nächsten Wochen und Monate, da werden mit Sicherheit noch weitere Summen nötig sein, zusätzliche Summen nötig sein. Und tatsächlich, wir sind in Baden-Württemberg in einem Land, wo die öffentlichen Haushalte in aller Regel ordentlich finanziert sind, aber wir wissen auch, die Wirtschaft hat ihre Schwierigkeiten, womöglich werden Steuereinnahmen auch sehr viel weniger sein, als man sich das erwartet hat. Dann wird überall gespart werden müssen, sage ich jetzt mal aus politischer Sicht, und im Kulturbereich wird dann der Druck auch sehr groß sein. Das ist aber jetzt so ein bisschen Zukunftsprognose nach vorne hin. Aber wie gesagt, fairerweise muss man sagen, an sich ist die öffentliche Kulturfinanzierung in Baden-Württemberg gut und unsere Kulturlandschaft ist ja auch ganz hervorragend. Ich meine, gucken Sie sich mal an, wir reden jetzt hier die ganze Zeit über Stuttgart, was wir alles mit der S-Bahn erreichen können in Ludwigsburg, in Esslingen, bis nach Tübingen, in Göppingen. Das muss man ja alles zusammenrechnen und das zeigt, wie viel Geld eigentlich Land und die entsprechenden Kommunen hier in Baden-Württemberg investieren. Das ist in Hamburg übrigens auch anders, lieber Kollege.
Vielleicht tauschen wir zwischen digital und analog. Das heißt, wenn jetzt hier im Publikum eine Frage an den Herrn Schleider entsteht, dann gerne. Ich darf aber nicht mit dem Mikrofon rumlaufen. Das heißt, diejenigen, die was fragen, was sagen wollen, müssen es ohne Mikro tun. Und ich wiederhole dann, wenn es nötig ist, die Frage. Gibt es jemanden? Alles gesagt? Ja, vielleicht noch zu den Bedenken, die man selber hat, wenn man ins Theater geht zum Beispiel. Ich habe das Renitenztheater hatte ich ja jetzt mehrfach als Beispiel. Ich finde es absolut bewundernswert, was Sebastian Weingarten als Intendant da jetzt seit Mai auf die Beine stellt. Ich glaube, mit hohem unternehmerischem Risiko. Und ich kann Sie da gut verstehen. Meine Erlebnisse, meine Eindrücke sind auch, in den Theatern selbst ist das super organisiert. Also auch bei den Staatstheatern. Das ist so durchdacht und man sitzt da im Publikumsraum auch wirklich mit so viel Abstand. Also da fühle ich mich, so wie Sie ja offenbar auch, sicher. Aber klar, wenn man von außen kommt, ich kenne das inzwischen auch, ich bin auch inzwischen in einem Alter, wo man sich nicht immer in der U-Bahn am Freitagabend so wohl fühlt, wie das noch vor ein paar Jahren war. Und das ist, glaube ich, jetzt einfach leider nicht lösbar, weil wir können jetzt nicht auch noch sozusagen den öffentlichen Nahverkehr reformieren bei der Gelegenheit. Das kriegen wir nicht hin. Ich habe versäumt, Ihnen sozusagen die Frage zu wiederholen. Ich hoffe, die meisten von Ihnen haben es jetzt eh gehört. Der Gast erzählte, dass die Situation im Theater eigentlich für ihn im Renitenztheater sehr angenehm gewesen sei. Aber das Problem ist, wie kommt man da hin? Öffentlicher Nahverkehr ist zum Teil nicht so erfreulich im Moment, ist auch sehr voll. Und Sie sagten ja, mit Ihrem Auto dürfen Sie im Moment nicht mehr oder dürfen Sie nicht mehr in die Stadt, weil Sie ein Diesel fahren. Ja. Und Sie haben meine Antwort schon gehört. Es gibt Probleme, die kann man tatsächlich, kann, da hat auch ein Journalist jetzt erstmal keine Lösung parat. Wäre jetzt mein Job gewesen, die Frage zu wiederholen, habe ich vergessen. Gut, dass der Tim Schleider das jetzt im Nachhinein noch gemacht hat. Jetzt würde ich sagen, lassen wir die Kollegin wieder. Digitale Fragen? Ja, da ist nämlich auch wieder was gekommen. Und das eine, da geht es um Kino, Kinoprogramme. Und dass der Herr, der das, mir da den Chat geschrieben hat, dass in der Zeitung eigentlich nicht viel darüber informiert wird oder auch, dass die Kinos da sind, einfach so als Erinnerung, ob da was im zukünftigen Gange ist oder ob das weiterhin außen vor gehalten werden soll. Also ich hoffe, ich bringe es gut rüber. Es geht einfach darum, in den Tageszeitungen liest man nicht so viel drüber. Und es geht weniger um konkrete Programme, sondern immer wieder die Info, so wie Sie aussagen, die Kinos brauchen die Leute, die Kinos sind da, sie bringen interessante Sachen, vielleicht jetzt nicht die ganz großen Filme. Also das ist eine Frage zum Beispiel gerade. Da kann ich nur herzlich einladen, die Kulturseiten der Stuttgarter Zeitung zu lesen, weil wir jede Woche über die neuen Filme berichten, die starten.
haben ausführliche Kinobesprechungen. Alle Filme, die ich Ihnen jetzt dreimal schon hier genannt habe, Isabel Huppert, Lars Eidinger, Mark Ruffalo, haben wir alle groß besprochen. Was wir tatsächlich mit Beginn der Corona-Krise eingestellt haben, beziehungsweise was die Chefredaktion beschlossen hat, das ist der tägliche Termindienst, also die Auflistung sozusagen der Kinos und der Theater mit den Vorstellungen, den Anfangszeiten. Das hatte am Anfang den Grund, dass ja sowieso gar nichts stattfand. Und im weiteren Verlauf die Überlegung, dass wir konnten auch zum Schluss diese Veranstaltung nie vollständig abdrucken. Das war leider immer eine Illusion, die sich viele unserer Leser gemacht haben, dass wir da tatsächlich alle Veranstaltungen des Kulturbereichs immer nennen konnten. Und deswegen haben wir seit einiger Zeit sehr offensiv einfach darauf hingewiesen, unsere Leserinnen und Leser, dass es nur einen Ort gibt inzwischen, wo man all das ganze schöne, große Kulturangebot nach Terminen und Titeln aufgeschlüsselt und Tage im Voraus finden kann. Und das ist dieses Internet. Wir haben einen sehr aufwendig gemachten Veranstaltungsservice im Netz und mit vielen weiterführenden Hinweisen, wo die Kinokritiken, die wir gebracht haben, auch verlinkt sind. Im Moment ist es ja so, dass, sage ich mal, unsere Kulturunternehmungen ja in aller Regel nicht spontan stattfinden können. Also man kann nicht um 7:30 sagen oder man tut es in aller Regel nicht, oh, jetzt gehe ich mal schnell ins Kino, was gibt's denn? Sondern man muss ein bisschen planen. Viele Veranstalter bitten ja auch wirklich sehr herzlich darum, dass man die Karten im Voraus schon bestellt, weil wir ja auch alle verpflichtet sind, unsere Namen und Adressen anzugeben. Für die Veranstalter ist es wesentlich leichter, wenn das schon im Vorfeld bei der Kartenbestellung geschieht. Das heißt also, es muss geplant werden und das geht auf Grundlage eines täglichen Veranstaltungsdienstes in der Zeitung geht es überhaupt nicht. Auch die Volkshochschule bietet ihre Kurse ja aus guten Gründen neben dem gedruckten Heft auch vor allen Dingen im Netz an, weil man sich da eben informieren kann, auch langfristig, was man machen will. Das ist der Hintergrund. Ich würde aber auch bezweifeln, dass jetzt unser Terminteil jetzt in sehr engem Zusammenhang mit der Kinokrise steht, weil die gab es eben schon vorher. Die gibt es übrigens weltweit, auch an Orten, wo die Zeitungen schon lange Zeit keine gedruckten Terminübersichten mehr haben. In Großbritannien, Amerika hat eine der größten Kinoketten überhaupt für mindestens ein halbes Jahr alle Läden geschlossen. Ich habe es ja vorhin versucht zu erläutern, Corona hat dieser Krisenentwicklung einen weiteren Schub gegeben, wie in anderen Wirtschaftsbereichen auch. Aber es ist eben auch nur die Verstärkung. Also die Probleme, die das Kino hat in Konkurrenz zu anderen Filmplattformen, die sind schon längerfristiger zu beobachten und sehr zu meinem Leidwesen, weil ich bin ein großer Freund des Kinos. Das hat mich jetzt mein ganzes Leben begleitet und offen gestanden, die letzte Phase meines Lebens möchte ich auch gerne regelmäßig ins Kino gehen. Also sehr zu meinem Bedauern ist es so, aber die Probleme, die dort bestehen, sind eben auch letztlich nur vom Kino selbst zu lösen. Ja. Es gibt noch mehr. Gibt noch mehr? Ja, es gibt noch mehr. Aber jetzt frage ich erstmal hier nach. Gibt es von Ihrer Seite noch Fragen an den Tim Schleider? Denn Sie?
haben vergessen, ihr Kind hier abzugeben und so weiter. Und all diese Dinge, ich glaube, das ist eine Teil der Kirche. Hat jeder den Herrn verstanden? Also es ging darum, dass es digitale, das Handwerk, was man braucht, um Tickets zu besorgen, wofür auch immer, nicht jeder beherrscht oder nicht jeder hundertprozentig beherrscht. Ja, und auch der zweite Teil finde ich interessant und völlig zutreffend. Es ist einfach anders im Moment, Kultur zu erleben, nicht? Wir alle haben doch das Gefühl, wir wollen eigentlich das alte Leben zurück. Wir wollen wieder dieses Unkomplizierte, dieses Schöne. Einfach in die Stadtbibliothek gehen, da ist die Tür, da gehe ich rein, das möchte ich. Und wir stellen eben an allen Ecken und Enden fest, so geht es gerade nicht. Also wirklich, jetzt, ich will mich nicht bemitleiden, aber diese Vorstellung vorhin, als ich reinkam, dachte, um Gottes Willen, jetzt sollst du hier 2 Stunden mit Maske reden und die armen Zuhörer müssen auch alle 2 Stunden die Maske. Das sind ja alles Sachen, die man nicht schätzt, die man nicht mag und die vielleicht dazu führen, dass man sagt, ach komm, das muss ich jetzt nicht haben. Da will ich jetzt nicht hin, ich muss nicht ins Theater, dann warte ich eben noch ein paar Monate. Ich gebe Ihnen vollkommen recht und es stimmt, je nachdem, wie gut man eben geübt ist mit diesem Internet, umso leichter oder umso schwerer fällt es, sich auf den entsprechenden Seiten dann eben auch zurechtzufinden. Ich kann daran nichts ändern, die Kultureinrichtungen können daran auch nichts ändern. Ich weiß, sie versuchen, also ich bin mir sicher, wirklich, sie versuchen alle, es so kommod und bequem zu machen, wie nur irgend möglich. Die Vorschriften sind so, wie sie sind und sie werden vermutlich in Zukunft jetzt erstmal auch härter kontrolliert als vielleicht jetzt im Sommer. Und deswegen kann ich nur sagen, Sie haben vollkommen recht, ich kann alles verstehen, was Sie sagen. Versuchen wir trotzdem einzuüben an Kulturleben, was eben möglich ist und was uns Freude macht. Weil wie gesagt, ich habe es ja eben schon mal versucht zu sagen, ich habe richtig gemerkt, dass ich etwas brüchig wurde mit der Stimme. Wenn Sie erstmal da sind, ich garantiere es Ihnen, es ist sofort wieder dieses, ach, ja, ohne Kultur, ohne Theater, ohne Musik. Und zwar live, nicht aus der Konserve, nicht aus dem Fernseher, nicht immer nur aus dem Radio, obwohl ich auch ein großer Freund des Radios bin, sondern wirklich die Musiker sind da, ich sehe sie, sie spielen oder die Schauspieler. Das ist einfach eine andere Erfahrung und das ist dann eben doch auch ein Ausgleich für vielleicht manchen Ärger und manche Mühe, die man hatte auf dem Weg dorthin. Aber wie gesagt, ich kann Ihren Stoßseufzer, so habe ich es jetzt ein bisschen gehört, vollkommen verstehen. Ich wünsche mir auch, also irgendwann nächsten Sommer ist eine Sektflasche fällig. Das ist schon mal klar. Aber da war ja noch eine Frage von... Stimmt, da haben Sie, also die Frage ist, ich habe jetzt ganz viele Probleme und ganz viele Verluste beschrieben und die Frage war, ob es nicht auch was gibt, was sich jetzt gerade neu entwickelt. Und das stimmt, da haben Sie recht, das habe ich jetzt, als ich vorhin das alles aufgeschrieben habe, vergessen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Denn das ist ja auch etwas, was dieses Zauberreich Kunst und Kultur einfach hat, die Kreativität wird gerade in den Zwangssituationen, nenne ich sie mal jetzt, besonders befördert. Künstler jammern im Grunde genommen nicht wirklich lange über das, was sie gerade vielleicht weniger haben, sondern in aller Regel fangen sie sofort an nachzudenken, was kann ich denn sonst machen, wie erreiche ich mein Publikum? Da ist eben in der ersten Phase, glaube ich, ein ganz großer Schub gewesen auf den gesamten Bereich der digitalen Verbreitung, also in allen gesellschaftlichen Bereichen, wir haben es ja überall, nicht? In der Wirtschaft, in der Bildung, bei uns in der Redaktion, wir arbeiten alle im Homeoffice, war noch vor einem halben Jahr überhaupt nicht denkbar, machen wir jetzt alles und so eben auch in Kunst und Kultur. Viele Künstlerinnen, viele Künstler, viele Einrichtungen, gerade die Freien haben da enorme Kreativität entwickelt.
Im Sommer, als wir zum Teil hier kleine Festivals hatten in Stuttgart, merkte man, das waren ganz neue, sehr originelle Formen, die da auch entwickelt wurden. In der Stadt selbst, an verschiedenen Orten, nicht die große Theatervorstellung, sondern die kleine Aktion, möglichst soweit das eben geht, auch mit dem Publikum gemeinsam. Die freien Gruppen in Stuttgart haben zum Teil wirklich tolle Sachen entwickelt. Citizen Kane macht tolle Projekte. Die Kulturaktionen im Parkhaus mit den verschiedenen Sachen. Das sind ja alles so Versuche, auch Orte zu finden, wo man sich treffen kann, also wo die Hygieneregeln funktionieren und wo eben dann auch vielleicht neue Kunst- und Kulturformen ausprobiert werden können. Das ist alles positiv und ich glaube, das wird das Analoge, das schöne Erlebnis der Live-Kultur, wird das Digitale nicht verdrängen, aber es wird neue Wege zu Publikum eröffnet haben und vielleicht eben auch Wege zu Publikum, die bisher gar nicht in die etablierten Einrichtungen gegangen sind. Das ist alles sehr, sehr positiv. Von den Orchestern weiß ich, das SWR-Orchester, das eben jetzt auch gar nicht mehr in der großen Besetzung spielen darf, ist alles verboten. Die spielen jetzt in kleinerer Besetzung und spielen zum Teil Kompositionen, die lange, lange Zeit überhaupt nicht im Konzertsaal zu hören waren, weil das große Orchester, die haben immer Mahler gespielt, die haben immer Bruckner gespielt. Ich weiß gar nicht, wie oft die Sinfonien von den beiden schon rauf und runter gespielt haben. Die können das jetzt nicht spielen, ist alles gar nicht möglich. Vielleicht entdecken wir dadurch Musik in kleinerer Besetzung, die wir vorher gar nicht beachtet haben. Das sind alles so Beispiele dafür, da haben Sie recht. Und ich bin mir sicher, es wird vieles davon dann eben auch bleiben. Und es wird aber das bisherige nicht verdrängen, sondern es wird es bereichern und ergänzen. Das ist ja immer das Tolle an Kultur. Eigentlich fällt ganz wenig wirklich weg. Meistens kommt einfach immer nur was Interessantes dazu und macht es für uns noch spannender. Dann lassen wir die Frau Böhr jetzt noch mal ins Netz blicken. Ja, gerne. Also ein Herr hat zum Beispiel angemerkt, dass die Finanzierung und Unterstützung in Baden-Württemberg doch sehr hoch ist. Und als Beispiel USA, die Met wurde beispielsweise bis September 21 komplett geschlossen oder er meint September 20. Und die Angestellten und Künstlerinnen sind arbeitslos. Ja. Also einfach das mal zu sehen, was dann zum Beispiel in Amerika mit so einem großen Opernhaus passiert und mit den ganzen Angestellten, ob die jetzt hinter der Bühne oder vor der Bühne oder auf der Bühne agieren. Und dann noch eine Frage von dem Herrn an Sie, wie Sie die inhaltlichen Auswirkungen der Krise einschätzen, ob sich neue Formate entwickeln. Das kommt gerade ein bisschen mit der Frage von dem jungen Herrn zusammen. Und ob neue Stücke geschrieben werden, Formate sich ändern und oder in welche Richtung sich die Kunst und Kultur entwickeln wird? Also zum letzten Teil, es wird, glaube ich, in nächster Zeit wird es sehr viel Ein- und Zwei-Personen-Stücke im Theater zu sehen geben. Viele, viele Soloprogramme, die sonst vielleicht keine Chance gehabt hätten, werden auf die Bühne kommen. Es wird neue Formate geben. Ganz kreativ in Stuttgart und auch für ein überwiegend junges, erfreulich junges Publikum, Theater Rampe ist echt, sage ich jetzt mal etwas salopp, ein Hotspot, wenn es jetzt gerade darum geht, so neue Formen zu entwickeln, Formate auszuprobieren. Sehr spannend, die freien Gruppen habe ich schon genannt. Also wie gesagt, die Spannung, in der man jetzt ja ist, und das ist ja das Tolle, dafür haben wir ja unsere Künstler, dass die genau das versuchen, jetzt weiterzuentwickeln. Ich komme nicht mehr ran, nicht mehr an mein, ich habe nicht mehr den alten Ort, ich habe nicht mehr das bisherige Publikum, ich habe auch nicht die Stoffe, die ich sonst immer benutzt habe, ich habe nicht mehr die Musik, die ich sonst spielen konnte. Wo ist jetzt das Neue? Wie bringe ich das jetzt unter diesen neuen Umständen zusammen? Ich kann nur immer sagen, manche aus der Wirtschaft, die immer jammern, weil irgendwas nicht da ist, was sie eigentlich angeblich dringend brauchen, die sollten ab und zu mal beobachten oder zumindest zur Kenntnis nehmen, mit welcher Kreativität die Künstler- und Kulturszene auf solche Anforderungen reagiert. Die sind manchmal sehr fix bei der Sache. Da wird uns, habe ich ja eben schon gesagt, auch in Zukunft dann vieles erhalten bleiben. Der Hinweis auf USA, ja, nicht? Also
ich meine, ich habe jetzt auch viel geklagt heute Abend. Wir klagen in Deutschland da auf einem, was Kulturpolitik angeht und Kulturlandschaft angeht. Ich bin damit sehr zufrieden. Es ist ein hohes Niveau. Amerika, jetzt war die Rede von New York. New York ist ja im Grunde genommen völlig singulär in Amerika. Also es ist eine Stadt, die eben tatsächlich auch über Kultur verfügt. Wenn Sie aus New York rauskommen, der Rest des Landes, da wird es dann echt schon schwierig. Aber eben die New Yorker Kultur, weitgehend privat finanziert oder nur durch Einnahmen finanziert, die sie selbst erziehen. Ein weltberühmtes Opernhaus wie die Met eben wirklich geschlossen, komplett geschlossen. Hier bei uns, Staatsoper Stuttgart, 2 Premieren haben wir schon erlebt, die dritte steht jetzt unmittelbar bevor. Also ich kann nur sagen, wir können froh sein als Kulturfreunde, dass wir diese Tradition haben, aber wir wollen sie eben auch erhalten. Jetzt wäre wieder die analoge Runde dran, wenn es noch was gäbe. Nur Mut. Dann frage ich nochmal Frau Wöhr. Also beim Digitaler, der Herr, wo das gerade geschrieben hat, der hat nochmal geschrieben, es ist wirklich September 21. Das heißt, ich bin selber gerade ein bisschen zusammengezuckt, wo ich das gelesen habe, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Met so lange geschlossen ist. Aber es ist wirklich September 21. Ja. Ja, und dann kommt auch noch mehrmals ein Dank an Sie, dass es ein sehr informativer und guter Vortrag ist, der vieles beleuchtet hat. Und eine Dame merkt noch auch ein bisschen an, wie, also dass viel Geld in die Hochkultur fließt, aber wie die kleineren Gruppen überleben können mit neuen Formate, Tanzgruppen, einfach nicht so das ganz Populäre oder die Hochkultur. Ja, das ist noch eine Frage, wo da noch aufgekommen ist. Der Hinweis ist sehr berechtigt. Also auch das, aber eben wie beim Kino auch ein Thema, was uns auch vor Corona schon immer beschäftigt hat, in welchem Verhältnis steht die Kulturförderung der freien Szene oder der kleinen Einrichtungen. Ich würde es nicht Hochkultur nennen, weil ich finde den Gegensatz verkehrt, aber zu den großen Institutionen, die halt finanziell traditionell gut abgesichert ist. Dieses Thema beschäftigt die Stadt Stuttgart seit langer Zeit und auch wirklich quer über alle Parteigrenzen hinweg. Die kulturpolitischen Sprecher haben da an vielen Stellen zusammengearbeitet, um eben vor Corona deutlich zu machen, Stuttgart muss natürlich auch ein Ort für die freie Szene sein. Es ist gerade geglückt, vor Corona noch beim Theaterhaus über den Bau des sozusagen noch zusätzlichen Gebäudes zu beschließen, wo die freie Szene auch einen Aufführungsort haben wird. Wir haben freie Gruppen, die aber jetzt natürlich auch besonders unter Druck stehen. Das gehört alles mit zu diesem Gesamtpaket. Es wird Geld nötig sein, auch für die freie Szene, gar keine Frage. Frau Mostbacher meldet sich. Ja. 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 Genau, also meine Kollegin Frau Mosbacher-Dix, deswegen kann ich sie mit Namen anreden, machte darauf aufmerksam, dass die Stadt eben auch engagiert ist, die Tanzszene und die Tanzförderung auf sichere Füße zu stellen. Sicher, in Berlin ist das alles noch viel cooler und viel hipper und viel toller, aber den Leuten geht es zum Teil auch nicht viel besser. Ich finde, man muss anerkennen, dass die Stadt eben, wie gesagt, und zwar unterstützt von allen wichtigen Parteien, sich in den letzten Jahren stark engagiert, um eben auch der freien Szene mehr Möglichkeiten zu geben als bisher. Das könnte immer noch mehr sein, aber ich finde, ich bin jetzt ja schon ein paar Jahre hier, da hat die Stadt auch dazugelernt. Man will nicht, dass die Leute immer alle schnell umziehen, abwandern nach Berlin, sondern man will möglichst lang die Leute hier auch halten und dass sie hier ihre Kreativität freien Lauf lassen. Ich glaube, jetzt
können wir uns bedanken, sowohl bei Ihnen als auch nochmal beim Tim Schleider. Zwei Kleinigkeiten, die ich so erfahren habe in den letzten Monaten. Mein Vater wohnt im betreuten Wohnen. Jeden Sonntag um 12 taucht da eine Blasinstrumentsgruppe auf. 10 Leute, 8 Leute stellen sich in den Innenhof, die alten Herrschaften stellen sich auf den Balkon und rocken ab. Das ist dann im Zweifelsfall halt Udo Jürgens oder irgendeine Polka. Aber die haben halt ihren Spaß. Absolut. Anderes Beispiel, 4 junge Leute kriegen von einem Autohändler ein Mercedes Cabrio, ein altes Mercedes Cabrio gestellt, setzen sich da rein, fahren mit ihren Instrumenten, also ein Klavier wird nicht dabei gewesen sein, fahren mit ihren Instrumenten in irgendeine Wohnsiedlung auf dem Fasanenhof oder wohin auch immer, also jetzt nicht unbedingt dorthin, wo die Leute total oder vorurteilen. Und machen Musik, machen vom Auto aus Musik, haben da hinten Lautsprecher drin und die Leute haben Spaß. Also solche Sachen, über die wir auch berichtet haben, deswegen kenne ich sie, machen mir Hoffnung. Absolut. Kultur stiftet Gesellschaft. Ich kann es immer nur wiederholen. Das ist das. Also es gibt auch anderes. Bildung stiftet auch Gesellschaft, aber Kultur stiftet Gesellschaft, stiftet Lebendigkeit außerhalb der Wohnung und macht Stadt erst zur Stadt. Das sind die kleinen. Das sind überhaupt keine kleinen Beispiele, sondern an solchen Stellen finde ich manifestiert sich das. Noch viel stärker, weil es eben sozusagen wirklich vor Ort ist. Es ist da, wo die Menschen wohnen und leben und wo man merkt, da entwickelt sich eine Stimmung und da entwickelt sich eine Atmosphäre, die unserem Zusammenleben förderlich ist. Und das müssen wir ja irgendwie hinkriegen. Genau. Wolfgang Heim vom SWR, der immer Leute moderiert, der sagt dann immer kurz vor 12, das war ein gutes Schlusswort. Vielen Dank fürs Kommen und einen guten Heimweg.